nach Rostock, genauso wie für viele, viele Dynamo-Fans heute. Rund 4000 Anhänger der Dresdner wurden unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen vom Hauptbahnhof ins Stadion gebracht und geleitet. Vorkommnisse gab es keine heute. Sportlich waren viele Augen auf einen jungen Mann in schwarz-gelbem Trikot gerichtet. Marvin Stefaniak. Da sehen wir ihn beim Aussteigen aus dem Bus. 20 Jahre alt, DFB-Nachwuchsnationalspieler und genialer Vorbereiter. In dieser Woche unterschrieb Stefaniak einen Vertrag bis 2020 bei Dynamo Dresden. Darin verankert eine Ausstiegsklausel, klar, mit einer Ablösesumme von über 1 Million Euro. Mal sehen, wie sich Marvin Stefaniak heute in Rostock präsentiert. Und für einen Mann auf Seiten der Hanseaten ist das heute ein besonderes Spiel, Altgalei. Wer ist besonders heiß und kommt als Erster aus der Hansa-Kabine? Dennis Erdmann, in der letzten Saison eine feste Größe in Dresden als Innenverteidiger. Hallo, Henry Buschmann, Dynamos Pressesprecher. Als Dresdner hat Erdmann gern die Gegner provoziert. Jetzt ist Dynamo der Gegner und deshalb sagt Erdmann nun, ich freue mich schon auf die langen Gesichter der Dresdner, wenn wir sie mit der ersten Niederlage nach Hause schicken. Die Ex-Kollegen, die er kennt, die begrüßt er ordentlich. Der Scherer zum Beispiel. Und natürlich Justin Eilers. Gelacht wird auf beiden Seiten nicht. Der FC Hansa will den zweiten Heimsieg mit folgender Elf. Drei erzwungene Wechsel, Innenverteidiger Henn, zuletzt immer gesetzt mit muskulären Problemen, ersetzt durch Hoffmann. Und zwei sind gesperrt, Kofler und Gardawski. Dafür drin Julius Persteller ganz vorn und Mike Baumgarten, der Ex-Erfurter auf der Doppel-6, neben Ikeng. Uwe Neuhaus hat ausdrücklich darauf hingewiesen, Hansa hat zuletzt 6-mal nicht verloren. Die müssen wir ernst nehmen. Mit zwei Änderungen in der Startelf zum 4:0 gegen Aalen. Teixeira hinten links kommt ins Team für Kreuzer. Und da Osman spielt für Tekerci neben Lamberts. Die Wechsel sind Neuhaus schwer gefallen, denn sowohl Kreuzer als auch Tekerci waren äußerst stark. Die Dresdner Fans nach 7 Siegen in Folge allerbester Stimmung bei problemloser Anreise nach Rostock. Hinein ins Spiel, zweite Minute, Dresden in Gelb-Schwarz. Mit Fabian Müller. Der Ball kommt zu Erdmann. Und Rostock sofort um Offensive bemüht. Benjamina, Persteller, das ging ganz schnell. Julius Persteller, der neue Mann auf Jänicke. Tobias Jänicke, gebürtiger Neubrandenburger. Mit 13 kam er aufs Sportinternat nach Rostock. Hinein in die 7. Minute. Dynamo natürlich selbstbewusst. Natürlich auch Pascal Testroth und Schuhe. Testroth, Torschütze gegen Aalen. 12. Minute. Wieder Dynamo Dresden. Eilers gegen Aalschwede. Aalschwede ist dran am Mann und berührt den Ball nicht. Gibt Foul durch Schiedsrichter Günther Perl. Durchaus akzeptabel. Eilers hat eine unglaubliche Torquote. 11 Spiele, 11 Tore. Stefaniak eine genauso geniale Quote als Vorbereiter. 11 Spiele, 11 Assists. Der U20-Nationalspieler, der mit dem neuen Vertrag bis 2020. Und da ist Hartmann und das 0:1. Marco Hartmann, letzte Saison 4 Tore. 3 davon mit dem Kopf. Dessen Stärke in dieser Disziplin im gegnerischen Strafraum hätten die Rostocker kennen müssen. Natürlich auch Schuhen. Erst sein 10. Gegentor und er mit der nächsten Torvorlage. Marvin Stefaniak. Das Defensivverhalten der Rostocker nicht optimal. Ausgerechnet Erdmann nimmt Hartmann in seiner Bewegung nicht auf. Und Schuhen hat aus kurzer Distanz dann natürlich auch noch Pech. Der Ball rutscht ihm durch die Hosenträger. Dennis Erdmann, ein Jahr in Dresden als Innenverteidiger, verteidigt hier im Raum. Aber kommt gegen Hartmann zu spät. Die Geste mit dem rechten Arm dann hilflos. Der Kopf geht nach unten. Er weiß, das war auch mein Ding. Auswärtsfahrten sind schön. Dynamo hat bisher immer gepunktet. Wichtige Führung bei so defensiv starken Rostockern. Erst das 10. Gegentor. Und da kommt schon wieder A. Osman. Auf Teixeira. Und Eilers wird auch ein bisschen gefault.
sinkt in jedem Fall zusammen. Schuhn beschwert sich über das Defensivverhalten. Eilers darf niemals so frei sein. Und jetzt noch mal diese Szene. Offene Sohle von Erdmann. Hat er Glück, dass es keinen Pfiff gibt? Dennis Erdmann. Elfmeterentscheidung durchaus möglich. Und immer wenn Eilers am Boden liegt, stockt Dresden der Atem. Aber er konnte weitermachen. Erdmann, er steigt erst ein. Und den Eilers lässt er dann erstmal gepflegt liegen. Hinein in die 19. Minute. Freistoß Dorder ging ruckzuck. Ikeng. Und da ist Hoffmann. Markus Hoffmann. Sein letztes Tor hat er für Alemannia Aachen erzielt. Hoffmann heute in seinem zweiten Spiel über 90 Minuten für Hansa Rostock. Er ersetzt Henn. Das wäre ein brillanter Moment gewesen für den Ex-Leipziger. Fehlte nicht viel. Er tunnelt Teixeira. Hansa mit starkem Auftakt. Sie setzten Dynamo gehörig unter Druck. Und da ist Erdmann. Das wäre es ja gewesen. Im Duell gegen Fabian Müller. Sicherlich nicht die perfekte Zuteilung auf Dresdner Seite. Erdmann löst sich schön. Ist immer wieder mit vorn. Wenn es Kopfballmöglichkeiten gibt. Und weiter Rostock, 27. Minute. Selten stand Dresden so unter Druck in dieser Saison. Alschwede und Benjamina. Sofian Benjamina, algerischer Papa. Mama stammt aus Dresden. Der hätte sich genauso gefreut wie Erdmann über ein mögliches Tor. 30. Minute. Fehlpass Modica. Wall unter Druck gesetzt auf Baumgarten. Und jetzt wird's heikel. Perstaller fällt im Strafraum. Angespielt hat er ihn Perstaller, Andres dann unten. Der Arm von Modica war draußen, aber Perl pfeift nicht. Es war ein Kann, aber kein Muss-Elfmeter. Hansa dennoch erregt. Carsten Baumann hätte hier gern den Pfiff gehört. 45. Minute. Marvin Stefaniak, 12 Vorlagen in nun 12 Spielen, aber getroffen hat er in dieser Saison noch nicht. Da wird er angespielt. Marvin Stefaniak! Und Schuhen, die unumstrittene Nummer 1 von Baumann, weil er gut dirigiert und eben auch so gut hält. Halbzeit auch für den Block, in dem sonst die Hansa-Ultras sitzen, meist stehen. Nach den Ausschreitungen gegen Magdeburg hat der FC Hansa diesen Block hier gesperrt. Die Ultras konnten Karten in anderen Blocks erwerben. Zweite Hälfte, Neuhaus hatte in der Kabine seine Unzufriedenheit ausgedrückt. Mit der Führung will er auch besseren Fußball sehen. Das ist A. Osman, Stefaniak, Eilers. Jetzt kombinierten sie. Das ist besserer Fußball. Stefaniak bleibt bei 0 Toren und bleibt bei dem Stolz über die Vertragsverlängerung bis 2020. Nicht selbstverständlich für einen U20-Nationalspieler in der dritten Liga. Gab ein Vorkommnis im ganzen Spiel, ausgelöst durch einen Vermummten im Dynamo-Block. Ganz links unten. Er sprüht einen Feuerlöscher komplett ins Stadion hinein. Sie planen gegen Magdeburg. Eine Riesenchoreografie im ganzen Stadion. 20.000 Euro wird das kosten. Solche Aktionen gefährden das Engagement vieler Freiwilliger und beschädigen zudem Dynamos Ruf einfach sinnlos. Das Spiel allerdings wurde von Günter Perl nicht unterbrochen. Gute Sicht, nur nicht von der Haupttribüne von Kamera 1. Teixeira auf Eilers, da kommt er an den Ball. Justin Eilers und Schuhen. Dynamo versuchte, die Entscheidung zu finden. Versuchte zu kontern. Hefele, 65. Minute. Auf Testroth. Jetzt war Platz. Testroth! Gegen Ahlen getroffen, gegen Rostock noch nicht. Schuhen, das war klar, würde jetzt in den Mittelpunkt rücken. 68. Minute. Erdmann verliert den Ball gegen Stefaniak und dann hält er ihn fest. Ein klares taktisches Foul gegen Marvin Stefaniak und das gibt natürlich die gelbe Karte von Günter Perl. Es ist seine 8. von Erdmann im 11. Spiel. Fast wie Eilers Torquote, nur ist die Rubrik eben nicht so schön, nicht so stolz. Aber sein Trainer Baumann steht voll hinter Erdmann, toller Typ, der sich immer für den Verein reinhaut. Und Erdmann, gelb und ja natürlich Unschuldsengel. Okay.
Es blieb weiter extrem spannend. Aalschwede. Rostock bemühte sich, aber dann dieser Fehlpass auf Teixeira. Osman. Und der hat den Blick. Der hat den Blick für Testrot. Und der ist völlig frei. Testrot. Welche Option nutzt der? Abspiel. Dorda. 0-2. Eigentor durch Christian Dorda. Er wollte retten. 7 Bundesligaspiele hat er gemacht für Gladbach unter Hans Meyer. Hier rutscht er rein und versucht zu retten. Es gelingt ihm ganz sicher im Training bei 9 von 10 Versuchen in derselben Situation. Hier allerdings nicht. Er musste ran, Christian Dorda, denn hinter ihm, da war Tekerci völlig frei. Los ging's mit diesem Fehler von Aalschwede. Und das ist wunderschön gespielt. Erst von Teixeira und dann natürlich von Osman. Und er hebt den Blick, Testrot. Er sieht die Situation, er sieht Tekerci. Aber am Ende macht's Dorda. Souverän zu Ende gespielt. Das fehlte bis hierher im Dresdner Spiel. Und Erdmann, der 13er, er kommt auch hier beim 0-2 einen Schritt zu spät, einen Schritt hinter Testrot. Bis jetzt nicht das Spiel des Dennis Erdmann. Testrot mit seinem nächsten Treffer. 90. Minute. Dorder-Ecke und da ist Ikeng. 1-2. Eigentlich war das schon gelaufen, aber dann ist er da. José Alex Ikeng, Ex-Bundesligaspieler in Stuttgart. Ewig verletzt, aber ein wunderschöner Kopfball. Ein wunderschöner Kopfball mit einem optimalen Timing. Keiner ist da. Hefele springt unter dem Ball durch. Ikeng ist da. Und jetzt war es wieder heiß. Alle standen an der Küste. Teixeira, Ball einfach nach vorn. Dorda, was macht der denn? Verliert den Ball gegen Tekerci. Der rappelt sich wieder auf. Sieht dann Osman. Osman hebt den Blick und da ist Testrot. Abziehbild vom 0-2, das 1-3. Diesmal nur mit einem Dresdner Torschützen, Pascal Testrot. Wie in der letzten Saison. Rostock gegen Dresden 1-3. Damals 3 Treffer von Fetsch. Heute Hartmann, Eigentor, Dorda und natürlich am Ende Testrot. Stark gemacht von Osman. Sie spielen miteinander. Das ist der Fußball, den der Trainer Uwe Neuhaus zur Halbzeitpause eingefordert hat. Dynamo liefert einen Vereinsrekord nach dem anderen ab. Jetzt 10 Siege bei nur 2 Unentschieden. Der 8. Sieg in Folge. Und Dennis Erdmann kommt wieder zu spät. In Rostock jubeln nur die Ex-Kollegen. Und einen versuchten Check, den hat er noch. Jetzt gleich gegen den jubelnden Fabian Müller. Er kann es einfach nicht lassen. Michael Drevenstedt auch nicht mit den Interviews. Marvin, das ist eine tolle Woche. Zum einen Vertragsverlängerung bis 2020. Heute ein gutes Spiel gemacht mit der, ja, ich würde sagen, schon entscheidenden Vorlage mit dem Freistoß zum 1-0. Wie fühlt sich das an in diesen Tagen für Sie? Ja, super. Besser kann es gerade für mich und für die Mannschaft nicht laufen. Ich freue mich sehr, dass ich der Mannschaft so weiterhelfen kann mit meinen Standards. Und ja, wie Sie es schon sagten, ist eine super Woche für mich gewesen. Jetzt ist es natürlich so, dass das Umfeld schon ganz euphorisch ist in Dresden. Man träumt ja nicht nur von der zweiten, sondern von der ersten Liga. Eigentlich spielt ihr schon fast im Europapokal. Wie schwer ist es dann für euch, da quasi locker zu bleiben und seriös weiterzuarbeiten und das nicht so an sich ranzulassen? Ja, ich glaube, die Fans haben mittlerweile verstanden, was wir hier in Dresden und Auswärtsspielen spielen wollen und dass wir den Ball hinten laufen lassen wollen und nach vorne einen guten Kombinationsfußball spielen wollen. Und ich glaube, die Dresdner Fans sehen das langsam locker und wir versuchen uns einen Stiefel zu spielen und versuchen halt weiter ungeschlagen zu bleiben. Jetzt haben Sie bis 2020 verlängert und viele sagen, Mensch, Marvin, der ist so gut, der könnte möglicherweise ein, vielleicht sogar 2 Ligen höher spielen. Was hat den Ausschlag gegeben, sich dann langfristig an Dynamo zu binden? Ja, wie ich schon letztens in der PK erwähnt habe, ich habe 2 Jahre eine gute Entwicklung hier in Dresden genommen. Und warum soll es nicht so weitergehen? Es läuft jetzt super hier für mich und für die Mannschaft. Und es liegt eigentlich nichts mehr im Weg. Und Hauptsache weiter so spielen. Und dann kann die Entwicklung weiter so kommen. Dankeschön. Marvin, tschüss. Weil wir jetzt seit ein paar Wochen schon so davon reden, ne? Ja, ihr Gewinn marschiert, wann brecht er denn ein? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir im Moment einbrechen. Wir sind klar im Kopf, wir
haben Spiele dabei, die sind schwer, die musst du erstmal gewinnen, so wie heute. Das haben wir geschafft. Und irgendwann wird bestimmt auch ein Punkt kommen, wo wir mal nicht gewinnen werden. Aber im Endeffekt ist die Einstellung das Entscheidende und die bringen wir jede Woche an den Tag. Und so müssen wir weitermachen. Dynamo Dresden eilt von Sieg zu Sieg. Das Umfeld ist euphorisch, um es mal ganz gelinde auszudrücken. Jetzt sind Sie gefordert, als erfahrener Fahrensmann da so ein bisschen Coolness reinzubringen, weil man dem Erfolg möglicherweise die ganz großen Fehler machen kann. Wird das so sein? Naja, beim Umfeld kann ich schon mal gar nichts bremsen. Das will ich auch nicht. Ist auch nicht meine Aufgabe. Klar, die Mannschaft intern müssen wir schon immer wieder genau hingucken, wie gearbeitet wird, wie trainiert wird. Wenn da ein Anflug von Überheblichkeit oder von einem zu gut gehen und dann die Zügel schleifen lassen festgestellt wird, dann werden wir schon einschreiten. Der Verein bewegt sich momentan in sehr unruhigem Fahrwasser. Wenn man mal die Gesamtsituation sieht, wie weit war für Sie das schwierig, von der Mannschaft abzuwenden oder ist es gar nicht so richtig rangekommen? Na, selbstverständlich kommt sowas an. Wir haben es versucht, so weit wie möglich wegzuhalten, aber ganz gelingt das natürlich nicht. Wie sieht das in den Köpfen der Spieler und vor allem auch bei Ihnen aus? In die Köpfe der Spieler kann ich nicht gucken, dann wäre ich schlauer. Ich versuche mich auf meine Arbeit zu konzentrieren und alles andere kann ich nicht beeinflussen. Und Dennis Erdmann, die langen Dresdner Gesichter hat es nicht gegeben. Er hat 90 Minuten lang versucht, wie immer ein bisschen fies zu sein. In einem für ihn ganz besonderen Spiel. Ja, was heißt besonders? Es war halt ein Spiel wie jedes andere, das ich und die Mannschaft auch gewinnen wollten. Hat leider nicht geklappt und da ist man halt dann genauso traurig, als wenn man gegen einen anderen Gegner verliert. Ein Spiel wie jedes andere. Wer soll ihm das glauben? Diesen Tag hatte er sich so anders erträumt. Und Dynamo Dresden? Sie wurden vor der Saison häufig als Top-Favorit genannt. Aber mit dieser Serie konnten selbst die Kühnsten nicht rechnen. Also, Dynamo Dresden beherrscht die Liga nach Belieben, aber es sind noch 25 Punktspiele bis Mitte Mai kommenden Jahres.